Hi, ich bin Jascha, ich komme selber aus Hannover-Linden und male seit über 20 Jahren, seit 92. Habe hier selber viele Sachen gemalt in Linden, in ganz Hannover und davon schauen wir uns heute mal einige an. Wir sind hier auf dem Faustgelände und im Hintergrund sieht man ein dreigeteiltes Bild von Olf und Lupin, was ich selbst sehr schön finde. Dieses Bild hinter mir auf dem Faustgelände ist in einem Workshop-Format mit Flüchtlingen entstanden. Und um das ein bisschen genauer zu verstehen, müsst ihr vorbeikommen und es euch anschauen. Hier sind wir jetzt an der Location vom Urban Nature Festival und hier findet einmal im Jahr ein Festival statt, wo die Wände komplett neu bemalt werden, seit 2 Jahren. Urban Nature, weil hier die Natur und die Stadt zusammenkommt sozusagen, riesige Fläche. Der Rest des Jahres ist das hier ein Ort, wo legal gesprüht werden kann. Wir sind jetzt hier in der Nordstadt. Ich zeige euch jetzt mal eine Fassade, die im Laufe des Olla Utopia Festivals entstanden ist. Wir sind hier am unabhängigen Jugendzentrum Glocksee und hier gibt es die erste legale Fläche in Hannover, die Glockseegasse, und jeden Tag lohnt sich immer vorbeizuschauen und zu gucken, ob neue Bilder da sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Steigt selber aufs Rad, los geht's, entdeckt Hannover und seine schönen Bilder, Graffiti Street Art in Hannover. Let's go!